Das war das Jahr 2023 im Schlager. Welche großen Auftritte gab es dieses Jahr? Wer konnte an die Chartspitze stürmen? Und was war eigentlich am Ballermann los? Hier kommt unser großer Jahresrückblick. Wir sind immer noch hier. Fangen wir mit dem Mega-Live-Auftritt schlechthin an. Zum 10-jährigen Jubiläum performt Helene Fischer ihren legendären Song Atemlos durch die Nacht. Zusammen mit Shireen David bei Wetten, dass. Habt ihr den Auftritt gesehen? Atemlos durch die Nacht. Ich spüre, was Liebe mit uns macht. Atemlos, Schwindel frei. Großes Kino für uns zwei. Außerdem gab es noch andere großartige und emotionale Live-Momente im Schlagerjahr 2023. Wie zum Beispiel die große Abschiedsshow von Jürgen Drews, der ein letztes Mal bei Florian Silbereisen auf der Bühne stand. Ich bin der König von Mallorca. Ich bin der Prinz von Areal. Ich hab zwar eine Linie Krone, doch das ist mir scheißegal. 1999 galt ich ja als der Erfinder der Ballermann-Musik mit dem Titel 10 nackte Friseusen. Den habe ich damals gesungen. Und fürchterlich. Olge-Song, der war großartig, der Song. Ja. Entsetzlich. Dieser Song hat Geschichte geschrieben. Und es gab natürlich einen Folgesong. Und dann hat man mir den Titel Ich bin der König von Mallorca angeboten. Da habe ich aber gesagt, wenn jemand diesen Song singen sollte, dann Jürgen Drews. Warum denn? Weil du der König von Mallorca bist. Wieso? Ja, ich bin ja nur der König von Menorca. Ich bin der Königin. Hätte ich nie erwartet, hätte ich auch nie gewollt. Aber ich habe mich dem Schicksal ergeben und ich muss sagen, mittlerweile macht es ja Spaß. Absolut. Und wir haben ihn gemeinsam gesungen. Richtig. Hast du schon wieder vergessen. Ne? Ja, klar. Ja. Alles, ich was, auch. Alles, was mit dir zu tun hat, vergesse ich immer ganz schnell. Bitte erheben Sie sich von den Plätzen für den König von Mallorca. Einen weiteren legendären Auftritt konnte man bei der Giovanni Zarella Show sehen. Michael Holm, Ramon Roselli, Micky Krause und Sonja Liebing singen zusammen Tränen lügen nicht. Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen, Tränen lügen nicht. Auch dieses Jahr mussten unsere Schlagerstars ihr Wissen und Können bei Hitbingo beweisen. Die Folgen könnt ihr in ganzer Länge auf dem Ich find Schlager toll YouTube-Kanal anschauen. Alter, wie lädt das denn jetzt daraus? Er hat gesagt, er ist Fan vom alten Schlager. Ja, bin ich. Ganz ruhig, ruhig, Bruder, ruhig. Treffen durch die Straßen dieser Stadt. Führen uns durch diese eine Nacht. Hast ja, du auch? Komplett. Aber es ist fast so wie Liebe. Es geht nicht auf. Es ist verwirrend. Sonja, ich muss sagen, ich bin so in Deutsch. Ich bin selber am Deutschen, ja, selber. Und von dir sowieso. Auch unsere Schlager-Newcomer und aufstrebenden Sternchen veröffentlichten zahlreiche Hits in diesem Jahr. Wie zum Beispiel Vincent Groß mit Uso. Ich trink Uso, was trinkst denn du so? Kalimera, Kalispera, Kalimichta. Tanz den Tag hier und mach heute Party. Kalimera, Kalispera, Kalimichta. Aber was ging eigentlich weiter südlich dieses Jahr so ab? Der Ballermann öffnete wieder seine Türen und unzählige Hits kamen von der Playa direkt zu euch nach Hause. Fuck, ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Und ich glaub, dass ich fliegen kann wie Peter Pan. Ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Aber was glaubt ihr, welche Künstler waren dieses Jahr ganz oben mit dabei? Helene Fischer schaffte es mit ihrer neuen Version von Atemlos durch die Nacht endlich auf die 1 der deutschen Singlecharts. Mindestens genauso erfolgreich waren die Männer von Santiano, die es mit ihrem neuen Album Doggerland auf Platz 1 der Charts schafften. Der Stille wie ein Lied, es klingt nach Freiheit. Ganz vorne mit dabei war aber auch natürlich Maite Kelly, die dieses Jahr mehrere Hits wie Ich brauch einen Mann oder Das tut sich doch keiner freiwillig an veröffentlichte. Ich brauch einen Mann mit Herzensverstand, der alles kann, er packt auch an, er weiß, das Leben ist Liebe, das Leben ist schön. Außerdem brachten so einige andere Schlagerstars ihre lang ersehnten Alben heraus. Sonja Liebing, Mike Leon Grosch, Ben Zucker oder Howard Carpendale. Habt ihr schon reingehört? Du bist das Letzte, das Allerletzte, was ich je verlieren will. Welches Schlager-Highlight hattet ihr 2023 und habt ihr schon den letzten Jahresrückblick von 2022 gesehen? Schreibt's doch mal in die Kommentare und abonniert den Kanal. Ich trink Uso, was trinkst denn du?